Und auch wenn das witzig aussieht, ich soll in zwei Mikrofone reden. Oder geht das auch ohne das Mikrofon? Nein? Okay, für die älteren Zuschauer machen wir das auch. Machen wir das mit beiden Mikrofonen. Jungs, ihr müsst gleich zwei Mikrofone nehmen, damit der Kollege von FUPA TV einen guten Ton hat. So, ich begrüße alle zur Jahresabschluss, zur Saisonabschlusspressekonferenz hier im Hieslinger Vereinsheim, mit, heute mal mit beiden Trainern. Wojo für den Rückblick, Hansi für den Ausblick. Wojo, wollen wir was zum Spiel heute sagen? Ja, schade, dass wir einen Gegentreffer bekommen haben. Ansonsten, das haben die Jungs von der dritten ja auch sofort besungen. Genau, ansonsten sind wir natürlich glücklich, dass wir so einen schönen Abschluss hier haben konnten heute. Gut, dann lassen wir das mit dem Spiel heute mal sein, aber mach mal aus deiner Sicht einen ganz persönlichen Saisonrückblick. Du bist im Oktober eingestiegen. Ja. Und dann ging es bergauf. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich bin im Oktober eingestiegen und für mich war natürlich klar, als ich den Anruf von euch bekommen habe, dass ich das Ding mache, weil ich mich ganz gerne in dem Sonnenschein und dem Licht und dem Sieg dieser Mannschaft einfach auch sonnen wollte. Mir war klar, dass wir den Aufstieg schaffen würden, von der ersten Sekunde an. Ich habe nie dran gezweifelt und entsprechend habe ich mir dann natürlich gedacht, du kannst nur gut bei der Sache aussehen, sagst du natürlich zu. Und deswegen bin ich natürlich auch glücklich, dass es auch so gekommen ist. Auch wenn ich denke, dass der Druck natürlich schon auch groß war, das hat man natürlich auch in dem einen oder anderen Spiel gesehen. Ich denke, sonst wären wir vielleicht noch etwas früher Meister geworden. Aber ich denke, alles in allem ist es eine super Sache gewesen, auch für mich persönlich natürlich. Und ich bin jetzt einfach nur glücklich, dass der Hieslinger SC wieder dort ist, wo er hingehört. Und das ist halt die Oberliga. Du sprichst es ja an. Ich weiß ja, Ja, Applaus muss sein. Ich weiß ja, du hast es zu verlieren. War die Niederlage in Hagen so ein Weckruf zur richtigen Zeit, dass man gemerkt hat, wir sind noch nicht durch, wir müssen uns nochmal zusammenreißen? Also ich denke nicht nur das Spiel in Hagen, ich sehe das ja grundsätzlich immer so, dass jedes Spiel für uns ein wichtiges Spiel war. Und das war halt, jedes einzelne Spiel war so ein kleines Mosaiksteinchen im Grunde genommen auf diesen Meistertitel. Ich denke auch, dass Hasefeld sehr wichtig war, dass wir da das 1-0, also dass wir 1-0 gewonnen haben. Man hat gesehen, dass viele Mannschaften, insbesondere wenn sie gegen uns gespielt haben, Hagen genauso, nachdem sie uns geschlagen haben, sind ein bisschen eingebrochen. Für viele Mannschaften war das natürlich gegen uns immer so ein Highlight, sind besonders motiviert gewesen. Entsprechend schwierig war das auch immer für unsere Jungs. Also die mussten jedes Mal damit rechnen, dass der Gegner 120% gibt gegen uns. Deswegen umso mehr mein Dank an die Spieler, dass sie es echt so super gemacht haben und auch wirklich absolut verdient Meister geworden sind. Du hattest einen Partner an deiner Seite und der soll jetzt mal einen Ausblick auf die neue Saison geben. Hans-Jürgen, jetzt hat das Mikrofon doch aufgegeben, jetzt müssen wir runter. Hallo? Hallo? Manchmal geht's. Hans-Jürgen Bergfriede wird auch in der neuen Saison Trainer sein. Und deshalb hoffen wir mal, dass er uns jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Saison in der Oberliga Niedersachsen geben kann. Ja, wer geht das Ding? Nee, das ist für die... Ach so, okay, gut, okay. Ja. Also ich denke mal, wir behalten den Kader so im Großen und Ganzen zusammen. Immer hereinspaziert hier. Ich spreche ein bisschen lauter, also wir behalten den Kader, ich denke mal im Großen und Ganzen so zusammen, versuchen den Kader so ein bisschen zu verstärken mit eigenen Nachwuchsspielern, Arne Exner, Raphael Balzer, Finke und Busch, das sind vier Jungs, die aus den eigenen Reihen kommen werden. Wir werden mit einem Spieler, Olaf Huhn von Ottersberg, Alexander Huhn, Entschuldigung, verstärken. Wir bekommen mit Dennis Jansen, richtig, einen Spieler vom Rotenburger SV dazu. Das ist eine Neuigkeit, sehr schön. Das ist eine Neuigkeit, jawohl. Super exklusiv. Matthias Berlinke freut sich. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen noch zwei weitere externe Spieler vermelden können. Und dann werden wir, ich denke, mit einem 22-Mann starken Kader die Oberliga-Saison angehen. Wir freuen uns besonders, dass wir jetzt wieder im Krombacher Pokal spielen. Rechne da mit einem hochinteressanten Gegner. Drochtersen wäre mir der Lieblingsgegner. Vielleicht VfB Oldenburg. Schauen wir mal. Und dann gucken wir uns das mal an in der Oberliga, dass wir uns da schnellstmöglichst etablieren können und versuchen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Okay. Aus meiner Sicht waren das die Fragen. Gibt es Fragen dazu? Vielleicht der Kollege von der ZZ. Mikro geht nicht. Nein, das Mikrofon ist für die Filmaufnahme. Unser Mikro hier funktioniert nicht. Sigi, hast du eine Frage? Die einzige Frage wäre tatsächlich zur Kadergröße gewesen, weil
Jetzt in der, in der Landesliga-Saison war ja der Kader sehr, sehr klein. Qualitativ hochwertig, aber zu klein. Verletzungen haben euch dann doch immer zumindest Kopfzerbrechen bereitet. Der 22er Kader wird dafür ausreichen. Mit Sicherheit. Wir können immer noch, wenn wirklich was passiert, aus der A-Jugend, die stark sein wird nächstes Jahr, ziehen und im Notfall auch aus der zweiten Herren. Also, da sehe ich keine Probleme. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Wer geht denn aus dem jetzigen Kader? Da kann Wojo vielleicht was sagen. Mein Wissensstand ist aktuell bis dato noch keiner. Oh. Also wie wird sich das sportliche Leben für die Spieler ändern? Wir haben jetzt Landesliga, zweimal Training die Woche gehabt. Dreimal trainiert hier und das wird in der Oberliga-Saison genauso sein. Dreimal Training die Woche. Genau. Die Rückrundenvorbereitung beginnt wann? 28, nicht die Rückrunde, also die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt am 28. Juni. Erste Runde Krombacher-Pokal, das als Info für alle, ist dann auch schon im Juli, ich glaube 21., also unter der Woche. Müssen wir mal gucken, wird regional ausgelost. Vielleicht müssen wir nach Alastedt zum Bezirkspokalsieger, vielleicht kommt Drochtersen hierher, so wie Hansi sich das wünscht. Das müssen wir alles mal abwarten. Und am 1. August-Wochenende sind die ersten Punktspiele. Wir werden uns bemühen, die Saisonkarten dieses Mal frühzeitiger zu haben, um die in der Geschäftsstelle oder wo auch immer dann schon verkaufen zu können. Okay, wenn es das an Fragen war, dann wünsche ich noch ein paar schöne Stunden hier bei Bier und Gesang. Steffen Brinkmann, der ist schon in Feierlaune. Ich bin einer der besten Sänger hier im Verein. Das wollen wir aber nicht mehr live auf den Film aufnehmen. Vielen Dank. Danke.